wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserem Webinar heute Volumenprofil und Atlas. Ich freue mich sehr, dass Sie natürlich heute wieder live dabei sind und sich für das Thema interessieren. Aber auch freue ich mich auf die Referenten heute. Ich glaube, mehr Atlas-Wissen geht, glaube ich, gar nicht. Und ja, heute haben wir wieder Michael Burgstaller und Bernd Böhme hier bei uns. Vielen Dank, dass ihr mit FXRed und mit mir zusammen hier die Veranstaltung heute macht. Bevor ich aber weitergebe, sage ich natürlich auch einmal, wie ich heiße. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FXRed und wir schauen uns auch kurz den Risikohinweis an, denn wie immer dient das Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Unabhängig vom Inhalt müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen und dürfen diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. So, dann gebe ich jetzt wie abgemacht den Bildschirm erstmal an Michael weiter. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß und bin natürlich im Hintergrund und wenn irgendwas sein sollte. Also. Hallo und grüße euch aus Österreich. Erste Frage: Kann man meinen Schirm sehen und kann man mich gut hören? Jawohl. Schaut gut aus. Also wie bei jedem Webinar, das wir hier machen, werden wir anfangs ein wenig off-topic die News rund um Atlas diskutieren. Das dauert nicht lang, bevor dann der Bernd mit dem Volumenprofil fortfährt. Es hat nämlich einige Fragen und Dinge gegeben in den letzten 2 Wochen, die möchten wir ein bisschen aufklären und deswegen schieße ich da gleich quer. Zum Ersten war es die letzten 2 Wochen so, dass mich sehr viele Kunden, auch FXFlight-Kunden, die zusätzlich einen Rhythmic-Datenfeed verwenden, angeschrieben haben, dass sie sich nicht mehr einloggen können. Des Rätsels Lösung war, dass Rhythmic bei der Serverstruktur was umgestellt hat und wenn der Kunde einen anderen Rhythmic-Server gewählt hat, ist das wieder gegangen. Also die haben dann dementsprechend Login-Fail bekommen. Die Kunden, das waren viele Kunden, und das hat anscheinend Rhythmic jetzt wieder in den Griff bekommen. Ein Serverwechsel hilft. Das war zum Ersten. Zum Zweiten, ich habe da kurz einen Chart hergerichtet, kommen immer wieder Fragen von Kunden, die jetzt, das wird der Bernd dann später noch erläutern, den Volume Point of Control, also den POC des Vormonats suchen, ja, oder monatsübergreifende Volumendaten sich zeigen lassen wollen. Und hierzu muss man wissen, dass ein Einzelkontrakt anders läuft wie der Continuous-Kontrakt. Ich hoffe, dass ich das jetzt nicht zu kompliziert mache. Also zu der linken Seite haben wir den Continuous-Kontrakt ausgewählt. Zap, ich zeige euch das schnell. Also wir haben hier den S&P 500, Continuous. Und auf der rechten Seite haben wir den jetzt gerade aktuellen Kontrakt. Warum sage ich euch das? Wenn ihr im aktuellen Kontrakt das Vormonatsvolumen, hier sind jeweils 300 Tage geladen, ja, das Vormonatsvolumen sehen wollt und den Bock vom Vormonat sehen wollt, ihr seht hier im Volumenindikator unten, da ist eben noch nichts. Ja. Der hat eben erst gerollt und im Vormonat sind ganz, ganz wenig Volumen drin. Man kann ja jetzt schon den nächsten Kontrakt und den übernächsten handeln. Die sind halt sehr dünn. Ja. Also im Einzelkontrakt im Vormonat wird man einen anderen POC finden als im Continuous-Kontrakt im Vormonat. Und jetzt muss man halt in Atlas Folgendes wissen. Man muss diesem Profil auf der linken Seite, wenn ich eben das letzte Monat haben möchte, ja, jetzt mache ich das einmal links am Continuous. Und hier am Einzelkontrakt, letzte Monat, dann bekomme ich natürlich absolut falsche Werte am rechten Kontrakt, am Einzelkontrakt als im Continuous, wo schon alle Kontrakte aneinandergereiht sind von der Historie her. Ja, also muss man darauf achten, ob man den Continuous-Kontrakt oder den Einzelkontrakt lädt. Und aber auch, das zeige ich euch, man muss den Profilen hier sagen, wo sie die Daten beziehen. Dann hat man unter Settings, Common Settings, die Profile Source, also wo nimmt das Profil ihre Daten her? All Period heißt alles, was im Continuous-Kontrakt ist. Dann kann man sich das Vormonat raussuchen, obwohl der Kontrakt erst gerollt hat. Oder
Current Contract. Das heißt dann im Endeffekt, wenn man Current Contract einstellt, hat man immer den letzten M2-Kontrakt und das ist die Source. Ja? Wenn man nämlich jetzt sagt, man möchte das Kontraktvolumen haben von diesen, dann stimmt es auf der rechten Seite, weil das der Einzelkontrakt ist, ist das das Kontraktvolumen. Und wenn ich hierher gehe und das Contract-Volumen auswähle, dann lädt er mir ein wenig, weil das sehr viele Daten sind. Dann macht er hier aus dem Continuous einen großen Kontrakt und das ist das Gesamtvolumen aller aneinandergerollten Kontrakte. Das sollte man nur verstehen, wenn man eben kontraktübergreifend Volumen sucht. Ja? Also an manche Kontrakte rollen jedes Monat, manche rollen alle 3 Monate und da muss man aufpassen, welchen Modus das man nimmt und was man sucht. Das wollte ich nur mal kurz klargestellt haben, weil manche noch immer Probleme damit haben. Das ist zum Ersten. Und wie immer gebe ich ein kleines Development-Update. Ich erzähle euch schnell, was eben jetzt gerade alles so geplant ist und was alles passiert. Dazu schauen wir uns nur kurz diesen Chart an. Der Volumenindikator und der Delta-Indikator hat die Möglichkeit bekommen, auch unten direkt die Stücke anzeigen zu lassen, beziehungsweise das Delta. Der Delta-Indikator hat eine Erweiterung von der Divergenz bekommen. Der kann jetzt in den Candle-Chart die Divergenz mit Punkten einmalen und unten eben auch mit Pfeilen, damit man gleich sieht, ob ich eine Divergenz zwischen dem Preis und also der Kerzenrichtung und dem Delta habe. Ja. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, dass unser Cluster Search Indicator erweitert wird. Ja. Der kriegt jetzt einen Autofilter. Der bekommt die Möglichkeit, die Alarme erst bei Kerzenschluss ausgeben zu lassen oder eben in Echtzeit. Je nach Anwendungsgebiet kann das von Vorteil sein. Die Candle Direction, also was ich suche mit diesem Indikator, bekommt den Doji, also eine neutrale Candle dazu. Das heißt, ich kann dann nur in neutralen Candles suchen. Ja. Und man bekommt eine Period, das heißt, ich kann mir hier dann im Prinzip anzeigen lassen, nur die letzten 20 Kerzen, beziehungsweise die letzten 20 Tage, wie auch immer. Das hat was mit der Performance zu tun, wenn man einige 100 Tage Historie geladen hat. Das bekommt auch der TPO und Profile-Indikator von Atlas. Das werden jetzt alle rechnerintensiven Indikatoren werden diese Periode bekommen. Dann kann man sich vorab schon ein bisschen Rechenleistung ersparen. Ja. Also kaum jemand braucht fürs Tagesgeschäft die letzten 300 Tage zum Beispiel. Ja. Außer man macht Research. Und das kann man eben mit diesem hier einstellen. Und zu guter Letzt, was jetzt noch in Entwicklung ist, ist eben der External Chart Indikator. Das ist eben, wir haben hier einen M5 Chart und haben trotzdem Kerzen für M15. Ja, dieser wird erweitert, dass eben der Hintergrund dieses Indikators sich eben mit der Kerzenrichtung einfärben lässt. Das heißt, der Hintergrund wird dann rot und grün in dem Fall, wie man es halt definiert. Wir haben sowieso eine komplette Indikatoroffensive dieses Jahr. Also wir gehen über jeden Indikator durch, optimieren diesen, erweitern Funktionen und so weiter und so fort. Also da wird sich jetzt ständig was tun. Parallel dazu entwickeln wir noch immer das Market Replay. Ich hoffe, das kommt bald. Und es wird auch, weil so viele Kunden gefragt haben, es wird für die einzelnen Accounts in Atlas die Möglichkeit geben, einen Risk Manager aufzusetzen. Das heißt, ich kann meinen Account dann bestücken, wann kann der gehandelt werden, von den Uhrzeiten, von den Wochentagen, wie viele Trades am Tag darf ich verlieren, wie viel Geld am Tag darf ich verlieren. Man kann sich dann eben selber sein Risk Tool bauen und selber ein wenig auf die Finger klopfen und sich selbst einschränken, ja, das Maximum Tagesloss und so weiter und so fort. Das ist alles in Entwicklung und zu guter Letzt wird es hier im Footprint Chart, also hier kann man ja die Footprint Modi ändern, ja, das kennen wir ja alle. Zu guter Letzt wird es hier auch noch eine Änderung geben. Die erste Änderung ist schon gekommen. Einigen, die die Beta verwenden, ist es unter Umständen schon aufgefallen. Es gibt diesen Bid-Ask-Imbalance-Chart nicht mehr. Der war hier,
Bid-Ask Imbalance und dann hat man hier eben in den Zahlen die Imbalance gesehen, die man definiert hat. Das gibt es so nicht mehr. Wir haben das jetzt dementsprechend geändert. In den Cluster Settings ist jetzt die Bid-Ask Imbalance enthalten. Die kann man einschalten und dann hat man die Färbung hier. Man kann die Farbe vergeben und eben die Imbalance Rate. Zusätzlich haben wir noch einen Volume Filter, eine Minimaldifferenz und Zero Values zum Ignorieren. Das können wir uns dann einmal separat anschauen. Vorteil dieses ist es jetzt, dass wir in allen Bid-Ask-Charts, die das Bid und Ask anzeigen, eben diese Imbalance implementiert haben. Ja, also wir haben eben diese Imbalance auch in den anderen Charts drinnen. Wie hier zum Beispiel. Das war eben vorher nicht möglich. Das haben wir nur im Imbalance-Chart gehabt und jetzt sind wir eben so flexibel, dass du diese Imbalance in allen Bid-Ask-Charts sehen kannst. War auch sehr gefragt. Haben wir jetzt geändert und das war nur der erste Step. Der zweite wird kommen, dass man hier im linken Menü, wo man sich jetzt die Footprint Charts auswählen kann, sich im Endeffekt dann seinen eigenen Footprint editieren kann. Man kann dann im Endeffekt sagen, welches Profil möchte ich sehen? Das Delta-Profil, das Volumen-Profil. Welche Zahlen möchte ich sehen? Volumen, Delta, Bid-Ask, Zeit. Und so weiter. Man kann sich dann hier mit einem ganz leicht zu bedienenden Menü seine eigene perfekte Footprint-Kerze zusammenstellen. Das ist auch ein Projekt, das wir jetzt haben. Ja, und das war es jetzt für einen kleinen Rundumschlag. Ja, also das sind jetzt einmal die aktuellen News, was so abgeht. Es passiert immer einiges und ich werde euch immerhin die ganze Zeit hier am Laufenden halten bei den Webinaren, was eben so kommt, was geplant ist. Ich kriege auch sehr viel Feedback von euch und da ist oft sehr gutes Zeug dabei, was man gut implementieren kann. Und wollte noch Danke sagen dafür und übergebe jetzt eigentlich an den Bernd. Und ja, das war es Ja, dann für sehr mich gut. soweit. Dann schaue ich mal, dass der Bernd den Monitor Ja. bekommt. Sollte jetzt. Okay, jetzt muss ich mal gucken, wie ich das mit der Bildschirmübertragung hier mache. Ach ja, das ist der hier. Okay. Ah, das ist Ist. zu sehen. Ah, das ist zu sehen. Perfekt. Weil ich sehe jetzt gerade gar nichts mehr außer das. Genau, perfekt. Ja, herzlich willkommen. Ich bin Bernd Böhme. Nelson hat es ja bereits gesagt. Und ich werde euch heute etwas auf, man hat mir gesagt, einfachem Niveau zum Thema Volumenprofil erklären. Ich habe hier auf der linken Seite ein Volumenprofil, das ist das Volumenprofil der Woche zum Beispiel hier. Und hier drüben habe ich ein Volumenprofil des Tages. Und ich werde euch mal ganz grundsätzlich erklären, wie das Volumenprofil in ATAS, wie man das einstellt, was das aussagt, wie man das nutzen kann. Ja, fangen wir erstmal hier drüben an und zwar mit dem Volumenprofil der Woche. Das ist das hier. Und was ihr hier drin seht, das sind Tageskerzen. Das seht ihr hier oben, das ist ein Daily Chart. Also jede Kerze hier entspricht einem Tag. Und schauen wir uns erstmal kurz hier drüben das Volumenprofil etwas näher an. Ja, ich klicke jetzt hier einfach einmal auf das Volumenprofil drauf. Einen Moment. Und dann klicke ich jetzt hier mit der rechten Maustaste rein, dann geht das hier entsprechend auf und da sieht man auch, Chartmodus ist auf Profil eingestellt. Das heißt, es wird ein Volumenprofil angezeigt. ATAS hat hier auch die Möglichkeit, ein sogenanntes TPO anzuzeigen. Das ist ein Market Profile, also ein Time oder Time Price Opportunity. Also steht für TBO. In einem TBO, wenn das nicht zu tief drauf eingeht, ist nicht heute das Thema, ja, aber ein TBO hat einfach, ist eine Kombination aus Zeit, Volumen und Preis. Das ist ein bisschen was anderes als ein in Anführungsstrichen herkömmliches Volumenprofil. Okay, also das hier ist das hier auf der Seite, dieses statische Volumenprofil letztlich, das man hier einstellen kann und du siehst es auf aktuelle Woche hier eingestellt. Was man jetzt hier drin noch sieht, das ist Folgendes. Und zwar, es gibt hier einen Volume Point of Control, es gibt eine Value Area Low und es gibt eine Value Area High. Aber bevor wir jetzt dazu kommen, weil das ist ja auch ein Volumenprofil, ihr kennt ganz sicher hier unten, egal, also auch aus dem CFD-Bereich, wenn ihr CFDs handelt oder Forex oder ähnliches, hier unten dieses klassische Volumenprofil, ja, wo praktisch das Volumen oder der Umsatz hier in, für jede Kerze, also zeitabhängig, aufgetragen wird.
Jetzt ist es so, diese Volumenprofile hier auf dieser Seite, die haben natürlich auch eine Aggregationsebene, also auch eine Zeitebene. Ja, also zum Beispiel, das habe ich halt eben gesagt, das ist jetzt hier für die aktuelle Woche. Das heißt, hier wird das gesamte Profil und gesamte Volumen, und zwar hier eben pro Preislevel, entsprechend aufaddiert. Und Moment, ich mache es mal ein bisschen größer. Und dann gibt es eben einen Preisbereich, der ist am meisten gehandelt worden. Da sind die meisten Transaktionen geschehen. Das ist der Volume Point of Control. Manchmal wird er auch einfach nur POC genannt. Also korrekterweise heißt der Volume Point of Control oder VPOC. Man muss eines wissen, wenn man von POC spricht, damit ist eigentlich immer der POC, ja, im Market Profile oder im TPO gemeint. Das ist ja bei Atlas auch gibt. Deswegen spricht man korrekterweise eigentlich vom VPOC oder vom Volume Point of Control. Das ist der Preisbereich, an dem in dieser Woche am meisten gehandelt wurde. Und dann gibt es die Value Area, und die Value Area befindet sich hier oben von der Value Area High bis hier unten zum Value Area Low. Und wie definiert sich jetzt diese Value Area? Das ist relativ einfach. In der Value Area befinden sich 70% des bislang gehandelten Volumens. Und es ist tatsächlich so, das muss man eben auch wissen, da ja ständig neues Volumen dazukommt, bewegt sich diese Value Area natürlich auch. Das heißt, wenn es hier oben, wenn der Markt es hier nach oben geht und hier oben würde ständig neues Volumen hinzukommen, würde die Value Area sich auch langsam nach oben bewegen. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Hinweis, das muss man verstanden haben. Das heißt, die Value Area ist auf keinen Fall irgendetwas Statisches. Das heißt, wenn wir morgen früh da drauf schauen, dürfte es noch einmal ganz anders aussehen. Jetzt vom Handeln her will ich vielleicht auch ganz kurz was dazu sagen. Wir sind Händler, ja, und wir bieten auch Ausbildungen an, und in dem Bereich bekommen wir viele Anfragen auch über YouTube. Wir haben auch einen YouTube-Kanal, und da wird oft gefragt, naja, ich sehe halt einfach, oder die Interessenten sagen, ja, Mensch, hier unten am Volume Point of Control oder am POC, wie er oft genannt wird, da ist doch der Preis sehr oft, der wäre doch eine super Gelegenheit, wenn ich mir im Volumenprofil den POC raussuche und den VPOC raussuche und da einsteige. Und das will ich jetzt einfach mal kurz so mitgeben, weshalb das eine schlechte Idee ist, das zu tun. Und zwar hier am POC, ja, oder am VPOC, da finden hier, das ist es hier auf der Woche, wir können auch hier am Tag schauen, da finden aktuell die meisten Transaktionen statt. Und das heißt, hier positionieren sich momentan die sogenannten OTFs, also das sind die großen Trader, die Other Timeframe Trader, die letztlich in den Markt hinein wollen und dann ja in irgendeine Richtung weg möchten. Allerdings ist es natürlich vollkommen unklar, ob die jetzt hier nach oben möchten oder hier nach unten möchten. Das heißt, der Preis ist immer am heißesten am VPOC, ja, und da kann man eben den größten Fehler machen, weil man letztes zum Spielball der Großen wird. Deswegen ist es überhaupt nicht empfehlenswert, hier am POC entweder long oder short zu gehen, sondern wirklich zu warten, bis sich der Preis vom POC wegbewegt. Das will ich einfach mal kurz sagen, weil da doch sehr viel Geld verbrannt wird, weil einfach am POC eingestiegen wird. Das ist ein großer Fehler. Ja, genau. Das nur mal so zur Information zum POC. Ich habe bereits gesagt, zwischen hier und hier, zwischen der Value Area High und der Value Area Low befinden sich 70% des gehandelten Volumens auf dieser Aggregationsebene. Das ist Volumenprofil der aktuellen Woche. Das heißt, das wird noch bis Freitagabend befüllt, ja, bis diesen Freitagabend. Und dann beginnt nächste Woche wieder ein neues Volumenprofil. Das soweit hier. Jetzt ganz grundsätzlich, wo machen Einstiege Sinn? Wenn ich schon sage, am POC sollte man es nicht tun. Gute Einstiege befinden sich generell an der Value Area High und der Value Area Low. Da gibt es verschiedene Herangehensweisen, wie man das handeln kann. Jetzt ziehe ich das Ganze mal hier so ein bisschen größer, und jetzt seht ihr hier auch ein Volumenprofil drin. Ja? Das ist ein Volumenprofil, und zwar, ich mache das noch ein bisschen größer, dann kann man das noch vielleicht gerade noch ein bisschen besser erkennen. Ich habe hier leider nur eine sehr kleine Auflösung. Jetzt sieht man hier auch noch das Volumen drin. Weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Hier sind auch noch Zahlen drin. Ich mache das wieder kleiner, ja, weil sonst sieht man nämlich nichts mehr. Und das ist jeweils das Volumenprofil hier, des aktuellen Tages. Und ich gucke mal ganz kurz hier. Ja, und das hier ist, Moment,
auch das Volumenprofil des aktuellen Tages. Gucke ich kurz rein, dass ich da nichts Falsches erzähle. Aktueller Tag, ja, perfekt, passt. Okay, jetzt will ich kurz was zu diesem Volumenprofil des aktuellen Tages sagen. Ich habe es ja bereits gesagt, am Volumenprofil des aktuellen Tages ist es unklug, am POC einzusteigen. Ganz kurze Korrektur, dass es nicht missverständlich wird, am POC der Woche, also am VPOC der Woche, da kann man ohne weiteres einsteigen, wenn es nicht der VPOC des Tages, wenn es nicht identisch ist, sprich am Montag ist ja der VPOC der Woche. Ja, weil es ja der erste Tag in der Woche ist, sehen das Volumenprofil der Woche und das Volumenprofil des Tages natürlich gleich aus. Das ist ganz klar, es verändert sich erst am Dienstag, ja, mit dem neuen Volumen. Und man sollte einfach darauf aufpassen, dass man nicht zu nah am VPOC des Tages einsteigt. Ich habe es gerade erklärt, da ist einfach eine Kampfzone und das ist eben sehr, sehr schwierig, wenn man da einsteigt. Okay. Auch hier im Volumenprofil des Tages gibt es natürlich eine Value Area, an dem 70% des Handelsvolumens liegen. Und jetzt will ich ganz kurz etwas zu diesen sogenannten High- und Low-Volume-Notes erklären. Da werden wir oft danach gefragt, auch auf YouTube, und was hat es damit auf sich? Also eine High-Volume-Note ist ja zum Beispiel das da. Hier wurde sehr, sehr viel gehandelt. Ja? Und eine Low-Volume-Note, ja, das ist was schwierig jetzt, oh, mal das da hier. Ja, hier wurde sehr, sehr wenig gehandelt. Natürlich ist nur ein ganz, ganz kleines Stückchen hier. Es gibt das auch oft in einer noch etwas stärkeren Ausprägung. Sprich, da ist es dann noch deutlich sichtbarer. Wie entstehen jetzt diese High-Volume-Notes und diese Low-Volume-Notes? Diese High-Volume-Notes entstehen im Regelfall um interessante Preise, die für die großen Spieler, für die großen Marktteilnehmer als fair empfunden werden. Und bei diesen Low-Volume-Notes, ne, es ist im Regelfall so, dass in diesen Preisbereichen, also, ja, der Markt ist sehr aggressiv von den Großen gehandelt wird. Sprich, die wollen ja eigentlich schnell durch. Ja. Der Preisbereich ist für die großen Marktteilnehmer uninteressant. Sie wollen da nicht bleiben und da wird der Markt aggressiv gehandelt, damit man da rauskommt. Kommen wir noch zu einem weiteren sehr, sehr wichtigen Punkt. Und zwar, das sieht man jetzt hier, das ist auch eine Möglichkeit, die ATAS eben anbietet. Ihr seht es hier oben, wir sind hier in einem 15-Minuten-Chart drin. Und was ihr hier im Hintergrund seht, das da, dieses Graue, ich hoffe, ihr könnt das gut erkennen, das ist jeweils nochmal das Volumenprofil der aktuellen Stunde. Also ATAS hat hier die Möglichkeit, das hier zum Beispiel nochmal hinten einzuzeichnen. Da geht noch wesentlich mehr. Ich habe das jetzt einfach mal sehr einfach gemacht. Man kann das hier über die Indikator machen. Dann sieht man das. Das ist ein TPO und Profile. Ja, das ist auf Stunde eingestellt. Und Profile Color, das ist so ein Grau. Das sieht man auch hier. Und dann trägt ATAS einfach nochmal das Volumenprofil der aktuellen Stunde hinten ein. Und was man jetzt eben hier sehen kann, es ist nicht sehr deutlich, aber ihr seht vielleicht hier oben diese graue Linie. Ich kann das vielleicht mal ein bisschen deutlicher machen. Moment. Gehen wir noch mal kurz hier drauf und gucken ganz kurz nach dem POC, der Value Area, Entschuldigung, nicht nach dem POC. Die Farbe, die machen wir jetzt mal hier in Rot. Und vielleicht die Transparenz, einfach damit ihr das mal ein bisschen besser seht. Ja. Und jetzt seht ihr eben auch immer sehr schön hier noch die Value Area der aktuellen Stunde. Das Ganze kann man sich natürlich auch auf Tagesebene darstellen in ATAS. Es macht durchaus Sinn, um verschiedene Profiltypen besser erkennen zu können. Und zwar gibt es da einige, die wir jetzt selbst nicht unbedingt bevorzugt handeln, aber die ich trotzdem gerne erklären möchte, weil wir danach nämlich immer wieder gefragt werden. Ja? Und zwar gibt es sogenanntes, gucken wir mal, dass wir das hier ein bisschen finden. Ich glaube, hier sieht man es ganz gut. Ja, das war es hier im Stundenprofil drin. Allerdings, das Ganze könnte auch auf Tagesebene entstanden sein. Und zwar sieht es aus wie ein P. Seht ihr diesen grauen Schatten da hinten dran? Ja, das ist ein typisches P-Profil. Und wenn man so ein P-Profil zum Beispiel, wenn man das Ganze jetzt hier auf Tag umstellen würde, man würde so ein P-Profil sehen, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass das eher einen bullischen Tag gibt. Das, umgekehrt ist es so, wenn man ein B-Profil sieht. B-Profile, ich glaube, ja, wenn wir jetzt keins finden, dann ist das aber, glaube ich, ziemlich klar. Hier, das wäre, na, das ist kein so ein schönes, das wäre dann eher ein bärischer Tag. Ja,
Ich sehe jetzt hier leider keins. Hat man sicherlich vor einiger Zeit noch mehr gefunden. Aktuell geht es ja eher ein bisschen nach oben. Dann gibt es noch sogenannte D-Profile. Wenn man so ein D-Profil sieht, dann ist das oft ein Inside Day. Ich zeige mal hier so, das ist so ein typisches D-Profil hier. Ja, ein D-Profil. Das ist ein Inside Day. Das heißt, dieser Tag wurde komplett im Vortag drin gehandelt. Ja, aber das ist, ich weiß, dass wir uns hier auf Stundenebene befinden. Das ist also nur ein Beispiel. Ja, wenn das jetzt hier ein Tageskerzen wären. Ja, das sind es hier, oder ein Tagesprofil wäre das hier ein Stundenprofil. Aber nur, dass es versteht, wie das grundsätzlich gedacht ist, dass man dadurch, dass man sieht, ah, okay, es gibt wohl ein D-Profil, es wird wohl ein Inside Day. Das sind so die wichtigsten Profiltypen, die man grundsätzlich kennen muss und eben auch das Allerwichtigste, was man grundsätzlich über das Volumenprofil wissen muss. Sowohl jetzt hier auf den verschiedenen Aggregationsebenen, ja, Tag, Woche, Vorwoche, Monat, Vormonat, Kontrakt, was es eben alles gibt, dass man das einfach grundsätzlich verstanden hat, wie das funktioniert und was man damit anstellen kann. Okay, das war jetzt nochmal so eine kurze Einleitung und Nelson, ich würde jetzt einfach mal auf Fragen warten, die kommen. Ja, hier ist eine Frage von Marc und er fragt, warum ist der POC bei 4534 und nicht bei 4570 im Wochenprofil? Ja, das kann ich leider aktuell nicht sagen, wieso das gerade ist. Ja, vielleicht ich weiß nicht, ob Michael was dazu sagen kann. Ich kann im Moment nichts drauf schauen. Ich müsste das jetzt selber auch einmal schauen und kontrollieren. Ja, also ich Warum habe. das beim Kollegen nicht dort ist, wo es sein sollte, ja. Ja, wir wissen es gerade nicht, ja. Also ist normalerweise nicht üblich, normalerweise zeigt das ATAS absolut korrekt an. Ich weiß es nicht, ja, genau. Ansonsten zu dem Thema selbst sind jetzt keine weiteren Fragen. Da ist noch eine Frage für Michael bezüglich der Zeichentools, chartübergreifend war das Thema, wann das kommt. Ja, da geht es um die globalen Zeicheninstrumente. Das ist ein heißes Thema und wir haben auch sehr viele Kunden, das muss man eingestehen, die das wünschen und wir reagieren natürlich drauf. Wir haben bis jetzt eben nur diese globale Linie, die man zeichnen kann und wir sind dabei, eben eine Variante zu finden, die auch benutzerfreundlich ist. Ja, also wir möchten jetzt nicht die doppelte Anzahl an Zeicheninstrumenten in diesem Menü haben, das beim Bernd gerade offen ist. Ja, wir möchten das nicht haben, weil das einfach irgendwann, wenn man so weitermacht, irgendwann sind wir dann genau dort, wo die Konkurrenz ist. Und das ist einfach dann nur mehr unübersichtlich und nicht mehr praktikabel. Ja, also wir haben ein, zwei Ansätze, wie man das jetzt realisieren und vor allem einfach realisieren, wo man das dann wirklich mit einem Mausklick dazuschalten kann und wegschalten kann. Das nimmt, also das Research, wie man das kundenfreundlich und einfach in die Software packt, ist weit aufwendiger als wie die Programmierarbeit dahinter. Ja, und da sind wir noch dabei, dass wir das eben regeln. Also ich habe bis dato noch immer keinen Termin, wann wir das jetzt da bringen und in welcher Form. Es sind zwei, drei Ansätze hier, wie man das jetzt da in die Plattform rein integriert. Also mein Zugang wäre eben dieses mit diesem Link-Tool, wo man eben die Charts miteinander mit der farbigen Bubble verbinden kann. Das wäre mein Zugang, wie man das regeln könnte. Ja? Also man kann ja die Charts verlinken. Ne? Da hat man rechts oben im Chart eben so einen Kreis. Genau, der Bernd zeigt das gerade. Und dann kann man eben den Charts die gleiche Farbe geben. Und mein Wunsch wäre eben, dass Charts, die gleiche Farbe haben, die Zeichenobjekte übernehmen, die man in einen Chart einzeichnet. Und da gibt es eben jetzt verschiedene Schulen unter uns und unter den Entwicklern. Und der eine ist sich noch nicht ganz sicher, ob das die beste Variante ist oder dies die beste Variante ist. Aber das wird jetzt in Zukunft, in naher Zukunft schon ist der Stein fallen und dann wird das übernommen. Ja. Wir suchen eben nach wie vor die beste Variante.
Und man muss dann schon sehr viel nachdenken, weil wir können so viele Features und Tools in die Plattform stopfen und im Endeffekt kennt sich dann keiner mehr aus. Ja. Also das kennen wir eh von so manchen Produkten. Die können extrem viel, aber man braucht einen Doktortitel, dass man es bedienen kann. Und das ist eben nicht der Ansatz, den wir verfolgen. Deswegen dauert das in dem Fall ein bisschen länger. Dafür ist dann die Lösung aber eine gute. Ja. Genau, also aus der täglichen Praxis kann ich auch sagen, eine Trading-Software, die muss wirklich einfach zu bedienen sein, gerade wenn es stressig wird. Da darf man da nicht lange überlegen und suchen müssen. Das bringt überhaupt nichts. Genau. Dann ist noch eine Frage reingekommen von Horst. Kann man sich die POX jeder einzelnen 5-Minuten-Kerze anzeigen lassen? Ja, das geht. Kann ich gerne zeigen. Also theoretisch, man könnte das ja gerade hier einfach auf 5 Minuten stellen. Ob das fachlich noch Sinn macht, ich habe mich gerade hier vom Surfer getrennt, um das hier, also das geht auf jeden Fall, ja. Ich habe mich jetzt hier kurz vom Atas-Surfer getrennt, weil ich das hier neu laden wollte. Ich kann mich jetzt nicht mehr verbinden, sonst müsste ich kurz das hier, die Verbindung trennen zu dir, ja. Die Übertragung. Es geht auf jeden Fall, indem man hier Ich oben kann das einfach. übernehmen, Bernd. Wenn du mir den Ja, kannst Schirm du das kurz kurz machen? wegschmeißen, Sorry. dann Okay. kann ich da kurz reingrätschen. Na Ja. klar. Ja, dann machen wir dann einmal zu Michael und der Bernd kann im Dann kann ich ja Hintergrund Tasse lange neu starten, genau. nochmal neu starten. Ich hoffe, man sieht meinen Schirm jetzt. Ja, ES. So, genau, es ist der RS im 5-Minuten-Chart. Man hat eben für die Einzelkerzen viele Möglichkeiten, wie man das realisieren kann. Ich habe da jetzt ein bisschen was hergerichtet, damit ihr auch versteht, was hier los ist. Also ich habe hier das Hauptvolumenprofil auf der linken Seite ist der heutige Tag, wie er läuft. Ne? Wir können dann vielleicht, wenn es sich zeitlich so ausgeht, Ende der Session mit dem Webinar noch ein bisschen durch die Einstellungen gehen. Ja, ich habe hier eben die Army Session eingezeichnet. Da kriege ich eben und weil wir gerade dabei sind, ist die Session Color mittlerweile mit einem Open und Close. Man kann sich jetzt eben alarmieren lassen, wann der Markt öffnet. Ja, das sind eben so die kleinen Dinger, die eben schrittweise dazukommen. Und die Frage war 5-Minuten-Kerzen. Man hat jetzt natürlich verschiedene Möglichkeiten, sich das anzeigen zu lassen. Ich kann einen Cluster Search Indikator reinlegen und sagen, ich möchte das maximale Volumen pro Kerze sehen. Das können wir dann gleich machen. Oder man zoomt einfach in die Kerzen rein. Ja. Das ist ja was, was Atlas gut kann. Ich kann direkt in die Kerzen zoomen. Ja, jetzt habe ich meine 5-Minuten-Kerzen und jede 5-Minuten-Kerze bildet mir auch ein Profil ab. Und das Maximalvolumen ist hier schwarz umrahmt. Das kann ich im Endeffekt auch noch in den Cluster-Settings, den Cluster-Text, damit man es besser lesen kann, auf weiß schalten. Ja, und dann haben wir hier das Maximalvolumen und das machen wir jetzt einfach mal gelb umrandet und den Text machen wir rot. So, ja, kann man nicht gut lesen. Das kann man sich einstellen, aber im Endeffekt viel. Und zweitens hat man jetzt im Prinzip von jeder 5-Minuten-Kerze erstens ein Profil, jetzt hat man eben die umrandete, den POC der 5-Minuten-Kerze quasi. Ja. Und wenn man rauszoomt bei der ganzen Geschichte, kommt man in den Standard Candle. Ein wenig Indikator vergewaltigt. Hier, in dem ich habe, hier liegen, wir sind im 5-Minuten-Chart. Ich habe hier liegen ein TPO, ein Profile auf Stundenbasis. Ja, das heißt, mein Indikator, ich habe das Profil ausgeblendet. Ja, ich habe alles andere ausgeblendet, was man hier sieht. Ich habe nur mehr den POC gelassen, ja, auf diese Zeit. Und der zeigt mir eben jetzt den POC zusammen. Kerzen immer an. Also man kann in Atlas auch ganz viel die Indikatoren zweckentfremden und für seine Herangehensweise hernehmen. Ja? Also wie gesagt, das ist zum Beispiel sowas, was extrem viele Leute auch machen, die sich einfach das Volumen, das Highlight der Volumen der letzten Kerzen machen. Und einige kennen es vielleicht. Ich werde das kurz hinzufügen. Ich hoffe, es passiert mir hier nichts. Das ist eine Beta-Version. Ich kann mir hier auch die 5-Minuten-Candles ja, auf Stundenbasis zusammenfassen lassen. Dann hat man quasi diesen Boxchart. Ja. Und man kann hier auch hergehen und sagen, man macht das alles transparent. Jetzt zoomen wir mal rein in so einen Box. Ja.
Michael, Das ist der ganz kurz. Boxchart. Und manche, ja, bitte. Ja, du bist bei mir immer ganz kurz weg. Jetzt nur kurz die Frage, ob es an meiner Leitung liegt oder bei dir in Verbindung mit dem Chart, wenn du das bewegst. Einfach nur um zu klären, wenn es ein Problem bei mir ist, dann gerne weitermachen. Aber du warst jetzt bei mir. Ja, okay. Die Teilnehmer bestätigen das auch. Ich glaube, mit deiner Leitung musst du erstmal die Chart bewegen und dann sprechen, weil gleichzeitig. Ich versuche das, ich versuche das. Okay, alles klar. Ich versuche das. Also ich versuche jetzt den Chart nicht viel zu bewegen. Und gut, wo waren wir denn? Genau. Und dann kann man hergehen und sich einen Boxchart basteln. Jetzt habe ich ein wenig den Faden verloren. Danke. Grundsätzlich kann man sich einen Boxchart machen lassen. Dann hat man kann sich auch hier diese roten und grünen Candle Directions ausblenden. Und dann kann man hergehen, das war die zweite Variante, wir sind im 5-Minuten-Chart. Dann könnte man noch einen Cluster Search hinzufügen. Ja, den Cluster Search, ich hoffe, der geht jetzt in der Alpha-Variante. Und stellt den Only One Selection per Price. Und dann habe ich im Prinzip hier, hätte ich auch die Möglichkeit, mir jede 5 Minuten Candle mit einem Indikator anzeigen zu lassen. Der Vorteil ist halt dieser, wenn ich rauszoome, habe ich die am Candle-Chart genauso eingezeichnet. Ja, das funktioniert auch. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit, in diesen Volumenprofilen das Volumen ja, zu suchen, zu filtern. Da werde ich nur ganz kurz drüber gehen über das, dann hat man hier die Filtermöglichkeiten, dann kann man in den Volumenprofilen auch nochmal nicht die Bits, nicht die Art, sondern das Volumen filtern. Alles, was größer ist als 100, nehmen wir jetzt, damit wir was sehen. Die Textcolor nehmen wir rot, ja, den Hintergrund nehmen wir grün, das schön schreit. Also das kann man auch machen. Ja. Also die Möglichkeiten sind eigentlich sehr, sehr weitläufig, was man hier alles machen kann. Und man hat eben die Möglichkeit, Volumen in allen möglichen Himmelsrichtungen zu suchen und eben diese Indikatoren auch zweckzuentfremden. Ja, das ist halt auch möglich diesbezüglich. Und die Einstellungsmöglichkeiten hier im Profil selber, das fängt an damit, dass man die Linien durchziehen lässt. Ja, dann hat man sie am ganzen Chart. Dann hat man die Möglichkeit, den Typ der Visualisierung auf Solid, dann hat man eine Fläche. Manche möchten nur die Umrahmung, manche setzen mehrere Volumenprofile übereinander. Also man ist da eigentlich nicht wirklich irgendwo limitiert. Und wenn es was gibt, was wir nicht können, dann bitte um eine E-Mail und wenn das sinnvoll ist, dann werden wir das ergänzen. Man hat auch die Möglichkeit, das Ganze mit Gradienten zu hinterlegen, also umso mehr Volumen, umso vollflächiger die Farbe. Ich mache das jetzt einmal grün, damit man es sieht und zoome ein wenig rein. Ja, das heißt, die Bereiche mit viel Volumen, wenn man reinzoomt, hat man natürlich genau die Anzahl der Volumina, die stattfinden. Umso weniger Volumen, umso transparenter und durchsichtiger wird das Profil und umso mehr Volumen, umso knalliger wird die Farbe. An was wir hier noch arbeiten, ist natürlich auch eine Art Heatmap. Eine Heatmap am Volumenprofil. Das heißt, das wird dann relativ ein lustiges Tool werden. Da werden dann halt interessante Zonen oder hochgehandelte Zonen rot und alles andere wird dann eher blau, so wie es bei unserer Heatmap ist. Ja. Ja, dann hat man kann es links und rechts stellen, ja, das Ganze. Man kann es auch händisch verschieben, aber wenn man es links, rechts stellt, dann lockt sich's ein. Dann hat man natürlich auch die Möglichkeit, das komplett zu drehen, dann schaut es nach links. Na? Farblich alle Möglichkeiten, die man sich vorstellen kann. Der Maximum Level ist eben der POC, der lässt sich beschriften. Hier hat man auch schon die Möglichkeit, ich weiß nicht, ob es bei euch schon geht, eben die Kontraktanzahl, wie viel ist am POC, wann wurde der POC gebildet, kann sich anzeigen lassen. Die Value Area, die kann man ausblenden, einblenden, hat man verschiedene Modi, nur dass man nur farblich markiert ist, dass man keine Linien hat, dass man Linien hat und es farblich markiert ist. Man kann es wieder beschriften, wie man es möchte. Man hat wieder die Möglichkeit, das Ganze farblich
eben anzupassen, wie es einem gefällt. Und dann gehen wir hier in die TPO-Settings, die werden wir heute nicht besprechen. Ja, das macht man ein anderes Mal, wenn es dann wirklich um das Market Profile geht. Und hier haben wir eben noch die kumulierten Zahlen. Ja, die kann man sich auch ausblenden oder woanders hinstellen. Manche brauchen es nicht. Ja. Was noch interessant ist bei der ganzen Geschichte, ist der Filter. Ja, man kann natürlich hier auch filtern, wenn ein gewisser Preislevel eine gewisse Anzahl an Kontrakten erreicht hat, dass er mir diese farblich markiert. Ja, das ist eben relativ wichtig, wenn man gewisse Bereiche sucht und weiß, wenn so und so viel Volumen gehandelt wird, dann wird es interessant. Hat man hier auch die flexible Möglichkeit, eben einen Filter in das Volumenprofil zu setzen. Man kann dieses auch natürlich auf Extend schalten, dann bekommt man durchgehende Linien. Die Settings hier im Fixed Profile, das hier, das kann man ja so oft einmalen, wie man möchte und sich so konfigurieren, wie man möchte. Jetzt haben wir zwei. Ja. Also man kann ja da verschiedene Profile rein tun. Die Settings sind fast 1:1 gleich wie die Settings hier im Indikator selbst. Der Unterschied ist halt dieser, dass der Indikator das rechnet, was direkt am Chart ist. Und man kann auch hier so viele Volumenprofile hinzufügen und einsetzen und abwandeln und ja, whatever. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wie man eben mit dem Volumenprofil hier arbeiten kann, dass das wahrscheinlich mehrere Webinare sprengen würde. Bernd, bist du soweit? Bernd ist weg. Noch wird er angezeigt hier. Aber jetzt, wunderbar. Also ich habe Atlas von mir neu gestartet. Das Problem ist leider noch da. Und es ist aber sehr komisch, weil vor dem Webinar war es nicht da. Da habe ich Atlas nochmal neu gestartet und plötzlich war es da. Ich weiß nicht, woran es liegt. Genau. Ja, Bernd, hast du noch was zum Sagen? Beziehungsweise nee, aber du hast es ja wirklich erschöpfend erklärt. Gerade auch das mit dem 5-Minuten-Pock, ja. Nee, das ist eigentlich perfekt erklärt. Also ich stehe gerne für Fragen noch, wenn noch Fragen kommen, gerne zur Verfügung, klar. Gut, also wir haben aktuell keine Fragen, aber beziehungsweise doch, eine habe ich fast übersehen und zwar von Gerd. Kann ich auch den POH und POL separieren? An wen geht die Frage? An mich oder? Ja, wer sie beantworten kann, steht jetzt nicht, an wen genau gerichtet ist. Okay, also die Frage ist aber, was mit POH und POL gemeint ist. Genau, das wäre jetzt meine Gegenfrage gewesen. Ja. Vielleicht kann also der Teilnehmer das auch noch ergänzen. Keine Antwort auf POH und POL. Unter Umständen ist es ein Kürzel, das ich nicht kenne. Ja. Gut, ich kann dann in der Zwischenzeit ein bisschen weitermachen im Programm, weil haben wir ja genug hier und mein Schirm wird dann nach wie vor übertragen. Ne? Ja. Gut, also dann zeige ich ganz kurz her, wie ich das hier eingestellt habe am TPO und Profile. Ich habe eben alles ausgeblendet und habe eben nur den POC eingeblendet gelassen und dieses Profil eben auf Stundenbasis gestellt und somit habe ich die Möglichkeit, dass ich eben Kerzen zusammenfasse, gewisse Zeitbereiche zusammenfasse und mir eben den POC dieses Bereiches zeigen zu lassen. Ja. Hier ist es das Gleiche, ich kann mir eben hier direkt aussuchen, wie das Profil rechnen sollte als Indikator, ja, die ganzen Zeiteinheiten und so weiter und so fort. Und kann eben auch umstellen, ob ich das Ganze als TPO haben möchte, als TPO und Profil, ja, oder Profile Over für die TPO-Geschichten. Hier haben wir eben das Gleiche, was man eben vorher schon besprochen haben im Fixed Profile und eben die ganzen TPO-Sachen dazu, die wir jetzt nicht besprechen werden. Es gibt noch eine Art, ich lösche hier mal alles raus, was wir nicht brauchen. Es gibt noch eine Art, Volumenprofile in Atlas zu verwenden. Und das ist versteckt im Zeichenobjekt.
Ja, hoffentlich finde ich es hier in der Alpha. Da ändert sich nämlich immer relativ viel. Gut, ich habe es hier in der Alpha-Version nicht vorliegen. Sieht so aus, zumindest. Es gibt ein Zeichenobjekt, mit dem ich quasi Bereiche einzeichnen kann und markieren kann. Ja, ich kann es so einmal herzeigen. Man kann das Profil hier auf Custom stellen. Ja, habe ich sie auf Custom und dann habe ich eben hier in dem Falle einen Startpunkt und einen Endpunkt, den ich ziehen kann. Ja, quasi. Das heißt, ich kann mir hier Bereiche raussuchen, die ich mir anzeigen lassen möchte. Ja. Also ich kann hier frei und flexibel und variabel eben mir meine Volumenprofile auch einzeichnen. Wenn ich sage, ich möchte nur diese Stunden mal sehen, dann habe ich eben hier das Werkzeug zur Verfügung, dass ich diesen Zeitbereich sehe. Na? Und ganz wichtig auch, man kann das natürlich auf eine gewisse Uhrzeit stellen, sofern ich es jetzt finde. Wenn ich hier ein Fixed Profile habe, hier kommt bei Custom noch eine Uhrzeit hinzu. Dann kann man das nicht nur mit der Maus verfahren, diesen Bereich, sondern kann man sich gewisse Uhrzeiten einstellen. Das funktioniert im Indikator recht gut. Hier kann man zum Beispiel sagen, TPO and Profile. Ich habe hier mein Tagesprofil. Ich zoome mal ein wenig raus. Jetzt habe ich meine ganzen Tagesprofile. Ne? Und in dem Fall könnte ich sagen, zum Beispiel, dann muss ich es auf Custom stellen. Ja, und sagen, okay, 15.30 Uhr bis 24 Uhr. Okay. Bis 23.59 Uhr. Das wäre eben die Nachmittagssession. Ne? Könnte dann dem Ganzen jetzt Farbe und whatever auch anpassen und dann mache ich einfach einen zweiten TPO im Profile dazu. Der fährt mir halt dann von 0 Uhr 1, ja, von 0 Uhr 1 bis 15 Uhr 29 und somit habe ich quasi für jede Session ein separates Profil am Chart. Natürlich muss ich das jetzt anpassen mit der Farbe, mit der Area Color und so weiter, dass das auch hübsch ausschaut dann im Endeffekt. Aber es ist möglich, ja. Also man kann diese Sachen machen. Von dem her. Das ist natürlich auch was sehr viele Leute gefragt haben. Die möchten jetzt nur das Profil der Nachmittagssession haben. Manche möchten nur das Profil der Vormittagssession haben. Manche verwenden eben den ganzen Tag. Es gibt ja unendlich viele Ansätze und Techniken, wie man mit dem Ganzen umgeht. Und wir versuchen halt so viel wie möglich unterzubringen von dem ganzen Zeug. Bernd, hast du noch ein paar Worte zu sagen? Ja, also bei mir, ich habe den Fehler gefunden. Ich hatte was falsch eingestellt. Tatsächlich, ja, das muss durch das einfache Schließen ohne voriges Speichern passiert sein. Ich wollte noch was sagen zum Volumenprofil des Tages, zum POC des Tages vielleicht. Für alle, die das auch aktiv im Handeln verwenden möchten. Ich weiß nicht, kann ich den Bildschirm noch mal haben? Ja, sehr gerne, Bernd. Ja? Ich habe noch eine kurze Frage, weil es zu der Ausführung von Michael, gibt es hier Fragen im Chat? Vielleicht machen wir die ganz kurz und dann wechseln wir zu dir rüber. Mhm. Und zwar, Michael, kam hier eine Frage von Frank. Wie kann ich mir als Alarm oder Signal ausgeben lassen, wenn der POC außerhalb des Kerzenkörpers liegt? Einen Alarm, wenn der POC außerhalb des Kerzenkörpers liegt. Das wird recht einfach zu realisieren sein. Und zwar bekommt unser Cluster Search Indikator, das ist nämlich was wir bis jetzt nicht können, die Möglichkeit, dass wir hier in der Candle Direction erstmals alles sagen und hier, schauen, vielleicht haben Sie es schon integriert, die Price Location, nein, ist noch nicht drinnen. Hier kann man sagen, at high, at low, im oberen Docht oder im unteren Docht. Ja. Und hier könnte man im Endeffekt dann, wenn die POC-Funktion integriert ist, nur POCs suchen, die eben im oberen oder im unteren Docht sind, also außerhalb des Kerzenkörpers und sich dann einen Alarm schicken lassen dadurch. Ja. Das ist schon auf meiner Liste.
weil das was ist, was wir tatsächlich im Moment nicht können. Ja, aber das dauert nicht mehr lange. Wie gesagt, wir haben eine Indikatoroffensive und da kommt ziemlich viel dazu. Und es sind eben genau solche Kleinigkeiten, die absolut Sinn machen. Ja. So, dann hat der Gerd noch Ergänzung zu seiner Frage hier reingestellt. Und zwar hat er nochmal reingefragt, POC gleich meistgehandeltes Volumen, wenn er es richtig verstanden hat. Und dann wäre POL Unterseite und POH Oberseite. Ah, okay. Ja, okay. Ja. Aha, okay, also meint er höchstwahrscheinlich die Value Area High and Low. Ist das Genau. möglich? Ja, Das hätte ich also, jetzt auch gedacht, ja. ja, okay. Also, Nur wie wie war die gesagt, mit Frage dem, nochmal? die Sorry. Frage war dann ursprünglich, ob er die beiden separieren kann. Was, Nein. wie? Nein, Nein. also wenn er die Value Area meint, dass man nur die High oder die Low anzeigt, wüsste ich jetzt nicht, dass man da eine Seite wegschalten kann. Das haben wir nicht. Okay, dann, lieber Bernd, kriegst du jetzt den Bildschirm. Okay. Genau, Moment. Okay, es müsste Atas wieder sichtbar sein. Ja, genau. Und was ihr jetzt hier seht, sind auch die korrekten Volumenprofile. Ja, passt alles wieder. Und ich wollte noch was sagen, weil ich hatte ja vorhin gerade ein bisschen darauf hingewiesen, auf die Gefahren, wenn man hier am POC des Tages herumhandelt. Ja, dass das leicht sein kann, dass man da so ein bisschen nur die Mühlen der Großen gerät, beziehungsweise dass eben der Preis dann sehr lange auf diesem POC bleibt, und man dann nicht so recht weiß, ja, wie gehe ich jetzt mit diesem Trade um? Der geht mal kurz einen Tick rauf, wieder einen Tick zurück, bleibt einfach da hängen. Ja, und es gibt ja noch weitere Gefahren diesbezüglich, will ich einfach mal darauf hinweisen. Also hier ist ja aktuell der POC des Tages. Hier sind hier im 15-Minuten-Chart noch vorhin drin. Ja, das zeigt es nochmal ganz kurz. Das hier ist aktueller Tag. Ja, und das passt jetzt auch alles hier vom Volumenprofil her. Aber was, denke ich, sehr gut zu sehen ist, ist, dass hier eben auf diesem Preislevel ist das Volumenprofil auch sehr weit, passt so weit wie der POC. Hier ist es eben auch so weit und hier eben auch. Ja. Und der aktuelle Preis, das gucke ich mal ganz kurz, der ist aktuell hier unten. Das kann man ja auf die Idee kommen und zum Beispiel, ob das jetzt fachlich Sinn macht in dem Fall, lassen wir einfach mal außen vor. Aber wenn ich jetzt hier zum Beispiel von dieser Low Volume Note irgendwie hier shorten würde nach unten, das, was eben sehr, sehr oft passiert, ja, gerade wenn man hier so ein eher so ein bisschen ein D-Profil hat, dass dann der POC springt. Das heißt, ich gehe hier rein und in dem Moment springt eben der POC des Tages. Es betrifft wirklich den POC des Tages. Andere POCs oder VPOCs betrifft es nicht, also der Woche und so weiter. Dass man dann reinhandelt und plötzlich springt der POC genau dahin, wo man eben aktuell handelt. Und das kann einfach dazu führen, dass der Preis dann sehr lange, weil dann wieder der Kampf der Großen auf diesem Preislevel beginnt, ja, dass der Preis sehr lange da bleibt. Und selbst wenn er sich dann nach unten bewegt, dann passiert das Gleiche hier wieder, weil hier ist schon sehr viel Volumen, also fast so viel wie auf dem POC, ja, kommt es wieder zu einem POC-Sprung, da bleibt der Preis wieder hängen. Und deswegen macht es absolut Sinn, dass man sich das Volumenprofil des Tages eben anschaut und eben auch nach Volumenbereichen sucht, die ähnlich groß sind wie der POC und dass man eben darauf vorbereitet ist, ja, dass der POC vielleicht jetzt auf das Preislevel springt, in dem man gerade drin handelt. Und dass man dann eben die richtigen Schlüsse draus zieht. Also deswegen ist eben das Volumenprofil des Tages auch wirklich wertvoll, um gerade solche, da kommen ja da oft irgendwelche Absorptionszonen dabei raus, dass man das eben frühzeitig erkennt, beziehungsweise wenn es dann passiert, dass man nicht vollkommen überrascht ist. Darauf wollte ich nochmal hinweisen, weil das sehr, sehr gut mit dem Volumenprofil erkennbar ist. Bernd, könntest du die Funktion F3, das Zeichenwerkzeug für das Volumenprofil, noch herzeigen? Das funktioniert bei mir in der Alpha-Version nicht. F3 drücken, ja, Moment. Moment, gucke ich mal kurz hier. Genau, und jetzt drüber ziehen. Achso, ja, genau. Das ziehe ich einfach mal so drüber. Perfekt, ja. Gut. Einfach mal Das so habe ich beispielhaft, ne? Ja. Unterschlagen. Das funktioniert bei mir in der Entwicklerversion gerade im Moment nicht. Unter Umständen wird da gerade was geändert. Mit der Taste F3 könnt ihr in jedem Chart quasi über jeden Bereich als Zeichenwerkzeug ein Profil drüber ziehen. Ja, das könnt ihr im Minutenchart machen, das könnt ihr im Tageschart machen und so weiter und so fort. Ja, Genau, ihr könnt vollkommen dann frei. das und eben die Settings und die Optionen sind wieder dieselben wie im Fix Profile und im Indikator. Also wir schauen, dass das alles gleich ist. Ja,
bis auf manche Dinge, die eben nicht gehen. Ja, aber grundsätzlich sollte das alles gleich sein, wie das eben in den anderen Tools ist, dass man das auch gesehen hat, dass das wieder eine Variante ist, wie man zu einem Volumenprofil kommt. Also man sieht, es gibt an jeder Ecke und Enden gibt es hier Volumenprofile. Und es macht auch durchaus Sinn, ja, sich das, die Verteilung des Volumens anzuschauen, um den Markt eben auch danach zu bewerten, zu verstehen, wo Bewegung entsteht und beziehungsweise wo der Markt zum Stoppen kommen kann. Genau. Ja. Ja, wenn es keine Fragen mehr gibt, bin so, ich mit meinen Ausführungen fertig, Nelson. Wenn es Fragen gibt, keine Fragen tatsächlich. ich bin gerade mal alles durchgegangen, aber ihr habt alles soweit beantwortet. Wie immer, wenn Fragen noch im Nachhinein auftauchen, dann können Sie natürlich auch uns anschreiben. Und wenn wir die Fragen nicht beantworten können, dann werden wir sie sehr gerne weiterleiten. Ja, ansonsten tatsächlich alles durch. Wir haben jetzt auch die Stunde ja auch gut gefüllt bekommen. Wir haben wieder sehr viele Informationen, sehr lebendig heute. Und natürlich ein riesen Dankeschön an die Teilnehmer. Hier kommen auch die Feedbacks auch schon rein. Und mein riesen Dankeschön natürlich auch an euch. Wir haben ja im April noch einen Termin, 26. April. Würde mich natürlich sehr freuen, wenn Sie auch wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen allen schon mal einen schönen Abend und natürlich noch viel Erfolg diese Woche und gebe das Schlusswort an die beiden Referenten. Vielen Dank. Du zuerst, ja, Michel. Ja, natürlich. Ja. Mache ich doch gern. Also war wieder sehr interessant. Ich hoffe, ihr könnt mit, denn ich versuche eben in diese Stunde sehr viel Information reinzupacken. Man kann sich dann ja im Endeffekt auf dem YouTube-Channel von FX Flat nochmal anschauen. Ja, es wird da hochgeladen. Ich spreche manchmal recht schnell, recht viel und versuche eben das Maximal an Informationen in dieser Stunde an euch weiterzugeben. Und es freut mich natürlich riesig, dass hier von Mal zu Mal immer mehr Webinar-Teilnehmer da sind. Also dürft es nicht so verkehrt sein. Also ich wünsche euch bis zum nächsten Webinar alles Gute und ja, ich freue mich. Und ja, ich bedanke mich auch für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, hat mich gebeten, es möglichst einfach zu machen. Das ganze Thema kann man natürlich noch sehr wesentlich komplexer spielen. Der Michael hat ja auch mal die Möglichkeiten aufgezeigt, die es in der TAS alles gibt und was in der Zukunft noch alles dazukommen wird. Auf jeden Fall ist es so, dass wichtig, dass ihr versteht, dass das Volumenprofil für den täglichen Handel wirklich einen echten Vorteil euch gibt, auch im Markt und auch beim Handeln, dass man das auf jeden Fall einsetzen sollte. Genau. Super. Dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Tschüss.